Ja, meine Damen und Herren, ich werde jetzt den Versuch machen, Sie davon zu überzeugen, dass wir am Institut nicht nur äußerst durchschnittlich Porträts zeichnen und Kicker spielen, sondern tatsächlich auch wichtige Forschung machen, die hoffentlich irgendwann mal unserem Land zugutekommt. Materialien und Prozesse für die Energiewende, das ist das Thema. Und dieses Thema ähnelt verblüffend der Mission unseres Instituts, materialprozessbasierte Lösungen für eine klimaneutrale, nachhaltige Energieversorgung zu akzeptablen Kosten. Und deswegen kann ich Ihnen jetzt in den nächsten 50 Minuten, wenn Sie so wollen, ein bisschen die Agenda unseres relativ jungen Instituts hier vorstellen. Zunächst mal zu Materialien und Prozessen. Sie alle, glaube ich, wissen, dass Funktionsmaterialien in unserer modernen Welt eine große Rolle spielen. Und wenn es uns gelingt, bessere Materialien zu erzeugen, dann können wir daraus sehr häufig auch bessere Technologien entwickeln. Und wenn es uns jetzt darum geht, diese Materialien nicht nur im Gramm- oder Milligramm-Maßstab herzustellen, sondern in technischen Mengen, dann kommen immer auch Prozesse ins Spiel. Materialien und Prozesse sind dabei in einer ganz engen Wechselwirkung, denn wenn Sie auf einer molekularen Ebene Teilchen anordnen wollen, Schichten gestalten oder solche speziellen Muster hier auf Partikel anordnen wollen, die dann natürlich auch eine Funktion haben, dann brauchen Sie dafür die richtigen Prozesse. Und je besser der Prozess, desto einheitlicher Ihr Material. Und das gilt für alle diese Ebenen. Und es ist immer so, dass ein guter Prozess zu einem guten Material führt, ein gutes Material, wie zum Beispiel ein guter Katalysator, dann aber auch die Prozesse verbessert. Und in diesem engen Wechselspiel zwischen Struktur, Prozessoptimierung, begleitet durch Charakterisierung auf allen Ebenen, Nanometer, Mikrometer und dann auch Meterebene, und begleitet durch Modellierung und Simulation, ganz wichtig, entsteht dann neue Technologie. Und dieses Wechselspiel aus Material und Prozess, wenn Sie so wollen, ist ein Kernthema unseres Erlanger Exzellenzclusters, der im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder eingerichtet wurde und der ein wesentlicher Nährboden für dieses Helmholtz-Institut ist, was ich Ihnen heute näher vorstellen darf. Jetzt kommen wir zur Energiewende, der zweite Teil meines Themas. Und bei einem so kontrovers diskutierten Thema habe ich mir gedacht, fangen wir doch einfach mal mit den Dingen an, die sozusagen Konsens sind. Erstens, wir wollen aus der Kernenergie aussteigen bis 2022. Zweitens, wir wollen den Anteil an erneuerbarer Energieerzeugung und insbesondere hier Stromerzeugung zunächst mal immer weiter steigern. Bis 2050 80%. Das ist eine wahre Helmholtz-Aufgabe von der Zeitachse her, aber auch von der Bedeutung dieser Geschichte für unsere Gesellschaft. Denn Fakt ist, die Technologien, 80% erneuerbare Energie in einer Industrienation wie Deutschland zu realisieren, sind heute noch nicht vorhanden und müssen von irgendjemand entwickelt werden. Relativ einig sind wir uns, dass diese Energiewende in diesem Dreieck hier ablaufen soll zwischen auf der einen Seite CO2-armer oder freier Energieerzeugung und Umweltfreundlichkeit, Bezahlbarkeit der Energie und Versorgungssicherheit. Nun, wo sind hier die Herausforderungen? Die Herausforderungen sind darin, dass Wind- und Sonnenenergie unstet sind. Selbst in Bayern scheint die Sonne nachts nicht. Ja? Und das hat zur Folge, dass wir hier, wenn wir immer weiter die Erneuerbaren ausbauen, was wir auch wollen, zwangsläufig zu solchen Profilen kommen, wie sie hier das Fraunhofer IWES für 2021 vorhergesagt hat. Nämlich, dass es Zeiten gibt, in denen wir mehr erneuerbare Energie produzieren, als wir brauchen. In Rot sehen Sie hier die Lastkurve. Hier ist ein Wochenende mit den verschiedenen Beiträgen verschiedener Erzeugungstechnologien. Und auf der anderen Seite gibt es auch Zeiten, auch 2021 mit weiterem Ausbau, an dem wir viel zu wenig Strom haben. Witzigerweise sind das die Zeiten, wo wir in Zukunft nachts unsere Elektroautos aufladen wollen. Wie können wir jetzt mit der Sache umgehen? Da gibt es die kostengünstigen Flexibilisierungsoptionen. Das heißt, ich schalte hier meine Erzeugung ab. Das heißt, ich drehe zum Beispiel das Windrad aus dem Wind. Oder ich nehme den Strom hier und verschenke ihn an die Österreicher oder die Holländer. Das befreit mich aber nicht davor, dass ich zu diesen Zeitpunkten hier Ersatzkapazitäten brauche, sprich Kraftwerke vorhalten muss, die dann, wenn hier der Strom gebraucht wird, sozusagen einspringen.
Man geht davon aus, dass das Gaskraftwerke sein werden. Aber diese sogenannten Reservekapazitäten können natürlich nicht sehr wirtschaftlich sein. Sie werden ja nur wenige Stunden im Jahr gebraucht. Insofern erscheint es irgendwo sinnvoll und logisch, stattdessen die Energie, die hier zu viel produziert wird, tatsächlich zu speichern und hier für diese Lücken nutzen zu können. Und das erfordert, das sehen Sie hier schon in dem Szenario, die Speicherung auch von großen Mengen, auch über längere Zeiträume. Die zweite Herausforderung der Energiewende besteht darin, dass die Stromerzeugung nicht alles ist. Wenn wir über CO2-Emissionen sprechen, und hier ist mal eine Statistik über viele Jahre vom Umweltbundesamt, dann fällt auf, dass der Anteil an CO2-Emissionen, der aus der Energiewirtschaft kommt, nur ungefähr 40% beträgt. Der Rest ist Verkehr, Wärme in Haushalten und Kleinverbrauchern oder die Industrie. Und die Frage ist, wenn das Ziel der Energiewende ist, nicht nur Kernkraftwerke abzuschalten und möglichst viele Windräder in Deutschland aufzustellen, sondern tatsächlich CO2-Emissionen zu begrenzen, dann muss ich auch diese Bereiche angehen, und zwar in einer Form, die letztendlich erneuerbare Energieproduktion verknüpft mit dem industriellen Sektor und dem Wärmesektor, um einfach dieser Herausforderung insgesamt gerecht werden zu können. Und hier kommen wir jetzt zu den Technologien, die aus unserer Sicht auf dieser Perspektive dann relevant werden, die zum großen Teil schon existieren, aber auch zu einem erheblichen Teil noch nicht so weit entwickelt sind, dass wir sie wirtschaftlich einsetzen können. Das heißt, wir müssen sie weiterentwickeln, wir müssen mit besseren Materialien und Prozessen diese Technologien auch wirtschaftlicher und verfügbarer machen, um sie dann zum Wohle unseres Landes, wenn Sie mal so pathetisch mir das abnehmen wollen, tatsächlich einsetzen können, zum Wohle dieses Ziels der Energiewende. Und wenn wir mal gucken, was sind die Technologien, die regenerativ erzeugten elektrischen Strom am Ende in eine stoffliche Nutzung, und das meint auch den Verkehrssektor, bringt, dann ist das eben zum Beispiel die Elektrolyse, die aus Elektrizität Wasserstoff erzeugt. Und dieser Wasserstoff kann dann in den sogenannten Power-to-X-Technologien umgesetzt werden in verschiedenste stoffliche Energieträger, Methan, Fischer-Tropsch-Diesel, Methanol und hier LOHC. Wenn Sie noch nicht wissen, was das ist, freuen Sie sich, dann können Sie in dem Vortrag tatsächlich was dazulernen, denn darum wird es gleich gehen. Und wir haben natürlich dann auch Technologien, die von dieser stofflichen Nutzung zurückkommen zu Strom, wie zum Beispiel die Brennstoffzelle, die ja aus Wasserstoff wieder elektrischen Strom erzeugen kann. Die anderen Verbindungen sind vielleicht etwas traditioneller, dass ich mit Strom auch Wasser warm machen kann, ist nicht so überraschend. Dass jede stoffliche Nutzung auch Abwärme produzieren kann, die letztendlich auch sinnvoll gekoppelt wird für Haushalte, Kleinverbraucher oder die Industrie, ist auch naheliegend. Neu ist vielleicht der Aspekt, dass auch bei der Speicherung von Energie Wärme entstehen kann, die ich dann anschließend in der Industrie oder in Haushalten nutzen könnte. So, und damit, mit dieser Agenda, wenn Sie so wollen, mit dieser Beschreibung der Situation, der Herausforderungen, sind wir eigentlich genau bei den Forschungsthemen unseres Instituts. Wir wollen ja möglichst günstig, möglichst viel erneuerbare Energie einsammeln. Das heißt, wir müssen die Investitionskosten zum Einsammeln dieser Energie senken. Und das führt uns zu dem Thema druckbare Photovoltaik. Einsammeln von Sonnenenergie in einer Form, wie man heute Zeitungen druckt. Das ist eine wichtige Vision, weil eben die Investitionskosten in das Einsammeln erneuerbarer Energie ein entscheidender Faktor für das Gelingen der Energiewende am Ende sind. Und das zweite eben, Wasserstoff als Kernthema, um von Elektrizität in die stoffliche Nutzung zu kommen und um in allen Bereichen CO2-Emissionen einzusparen. Und das führt zu der etwas gewagten Vision einer möglichst CO2-freien Energieversorgung in Zukunft. Erlangen und Nürnberg ist dafür aus unserer Sicht ein guter Standort, wegen des Exzellenzclusters, wegen der Bedeutung von Materialien und Prozessen. Deswegen ist der Institutsneubau auch mitten zwischen den Instituten auf dem Südgelände der Universität Erlangen, die sich mit diesem Exzellenzcluster beschäftigen und in diesem Exzellenzcluster arbeiten. Der Freistaat Bayern gibt uns 32 Millionen Euro, um dieses Institut zu bauen. Wir werden insgesamt 6 neue Professoren berufen, die an diesen Schwerpunkten arbeiten. Ich will auf den ersten Schwerpunkt nur ganz kurz eingehen. Ehrlich gesagt, es ist nicht mein Thema, aber ich versuche Ihnen trotzdem kurz darzustellen, worum es geht.
Solarzellen drucken wie Zeitungsdruck. Ja, da haben wir eine solche Druckmaschine, die in Rolle-zu-Rolle-Verfahren eine solche Leistung vollbringt. Um Ihnen mal so einen Vergleich zu geben, moderner Zeitungsdruck heute 800 Meter pro Minute Zeitungspapier volldrucken. Die beste druckbare Photovoltaik, die man heute so hat, 1 Meter pro Minute. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft. 10 werden angestrebt. Aber die Idee, glaube ich, ist das Entscheidende, dass man ein industrielles Verfahren, einen Prozess, von dem man weiß, dass man ihn sehr schnell, sehr effizient gestalten kann, tatsächlich jetzt zu so etwas Kompliziertem nutzt, wie eine Solarzelle herzustellen. Vielleicht ganz kurz das Prinzip, wir haben transparente Schichten, die das Ganze zusammenhalten, eine transparente Elektrode, klar, es muss ja auch Licht irgendwie durchfallen auf die aktive Schicht, wo Elektronen energetisch angehoben werden und über die primäre Elektrode und später über einen Verbraucher, der Arbeit verrichtet, abfließen können. So weit, so gut, hier nochmal die Schicht im Querschnitt aufgezeigt. Und jetzt ist es aber so, dass das Sonnenlicht natürlich ein sehr breites Spektrum umfasst und die Kunst ist sozusagen, möglichst viel von diesem Spektrum tatsächlich sozusagen einzusammeln und nutzbar zu machen. Und das führt dann zu so komplizierten Schichtsystemen wie in dieser Tandem-Solarzelle. Und sowas jetzt zu drucken, das übrigens über 20% Effizienz beim Lichteinsammeln haben kann. Sowas zu drucken ist eine Herausforderung. Dafür muss ich erstmal die Schichtbildungsprozesse verstehen, die Trocknungsprozesse verstehen. Ich muss wissen, mit welchem Lösungsmittel kann ich die Schicht A drucken, ohne dass sich die Schicht B wieder anlöst. Und ich muss insgesamt einfach enorm viel über dieses Wechselspiel aus innovativen Materialien und dem Druckprozess selber wissen und verstehen, um ein solches Verfahren effizient umsetzen zu können. Und effizient heißt in dem Fall, dass die möglichst schnell gedruckte Solarzelle diese hohe Effizienz leisten kann. Und der erste Professor, den wir am 1.9. dieses Jahres berufen haben, Jens Harting, der beschäftigt sich genau mit der Simulation der Dünnfilmbildung in solchen Druckprozessen für die Herstellung druckbarer Photovoltaik. Und wir glauben, dass dieses theoretische Verständnis helfen wird, die Druckprozesse besser auszulegen und uns die Möglichkeit geben wird, in diesem Bereich schneller voranzukommen, als wenn man nur rein experimentell im Trial and Error diese oder jene Schicht aufbringt und sieht, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Klar, es gibt weitere wissenschaftliche Herausforderungen in dem Bereich, neue Architekturen für noch effizientere Solarzellen, bessere Materialien, neue Funktionalitäten, ja, wie hier zum Beispiel das Konterfei des Kollegen Christoph Brabitz, der für die FAU diesen ganzen Photovoltaikbereich sehr stark gestaltet. Also hier sein Bild wäre jetzt eine Solarzelle und würde tatsächlich Strom produzieren. Das ist eine ganz tolle Vision, dass man mit sich selber quasi Strom produzieren kann. So, damit komme ich jetzt zum zweiten Schwerpunkt, Wasserstoff. Ja? Und ich glaube, hier ist als erstes mal das Statement vonnöten, dass Energiespeichertechnologien in ihrer ganzen Breite gebraucht werden. Das heißt, wir haben nicht Wasserstoff gegen Batterien, sondern wir brauchen Wasserstoff und Batterien. Wir brauchen sogar Kondensatoren, vielleicht Redox-Flow-Batterien, vielleicht sogar in Norddeutschland Druckluftspeicher. Der wesentliche Punkt ist nämlich, dass jeder dieser Speichertypen Charakteristika hat. Und diese Charakteristika kann man sich sehr gut veranschaulichen in diesem Leistungs-Arbeitsdiagramm. Das heißt, die Frage ist, wie schnell kann man eine bestimmte Energiemenge abrufen? Ja, das wäre hier die Leistung. Und wie viel kann man insgesamt abrufen? Ja, das wäre die gespeicherte Energiemenge. Und es stellt sich eben heraus, dass Batterien sehr gut sind, wenn es darum geht, hohe Leistungen für eine bestimmte Zeit bereitzustellen. Aber sie sind eben nicht so gut, wenn es darum geht, eine riesige Energiemenge, also zum Beispiel die Arbeit eines Windparks über mehrere Tage zu speichern, um es dann zum Beispiel in einer anderen Jahreszeit wieder zur Verfügung zu stellen. Ja? Das heißt, wenn wir in den Gigawattstundenbereich gucken, hier, dann ist einfach die Batterietechnologie nicht die richtige. Wenn wir allerdings in den Bereich hoher Leistungen und vergleichsweise kleiner Energiemengen schauen, dann geht eigentlich an der Batterietechnologie wenig vorbei.
Natürlich wird die zukünftige Forschung diese Charakteristika weiter anpassen, aber ich glaube, als erstes ist es mal wichtig, sich klarzumachen, dass es diese unterschiedlichen Speichertypen braucht und dass insbesondere, wenn ich zu großen Mengen gehe, zu Gigawattstunden, vielleicht zu mehreren Gigawattstunden, dass dann Wasserstofftechnologien entscheidende Vorteile haben. Die zentrale Sache bei der Wasserstofftechnologie ist, ich muss erstmal den Wasserstoff bekommen. Dazu brauche ich Elektrolyse. Es gibt unterschiedliche Verfahren, die sich darin unterscheiden, welches Teilchen hier durch die Membran wandert, auf welcher Seite das Wasser zugegeben wird und wo dann der Wasserstoff und der Sauerstoff rauskommt. Diese Verfahren unterscheiden sich auch nach den eingesetzten Katalysatoren und nach den Temperaturen. Insbesondere hier bei der Hochtemperaturelektrolyse sind es 700 bis 1000 Grad, um hier das Oxid durch die Membran zu leiten. Aber im Wesentlichen leisten alle Elektrolysetechnologien die gleiche technische Aufgabe. Sie spalten mit Hilfe von elektrischem Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Das Dilemma ist ein bisschen, dass alle Elektrolyseure heute noch zu teuer sind. Das heißt, der Elektrolysewasserstoff ist teurer als der vergleichbare Energieinhalt in Methan oder fossilen Energieträgern wäre. Ja? Das heißt, wir müssen die Elektrolyse weiterentwickeln, um sie kostengünstiger zu machen. Wir müssen aber natürlich auch ins Auge nehmen, dass in einer zunehmend erneuerbaren Welt mit diesen Energiespitzen dem Elektrolyseur auch eine größere Aufgabe zukommt als in der Vergangenheit. Das heißt, wir haben die Hoffnung, dass auch die Stückzahlen ansteigen, damit die Preise sinken. Was sind die Forschungs- und Entwicklungsziele bei der Elektrolyse? Das ist zum Beispiel für die PEM-Elektrolyse die Reduktion des Edelmetallgehalts. Da wird Iridiumoxid, Platinoxid eingesetzt. Man kann in Richtung Mangan-Kobaltoxide gehen. Das ist das Thema dynamischer Betrieb über lange Zeit. Ja, also wenn ich an einem Windpark oder an einer Photovoltaikanlage Elektrolyse mache, ist der dynamische Betrieb quasi automatisch notwendig, weil eben die Sonne nachts nicht scheint. Ich muss Hochdruckwasserstoff erzeugen. Ich muss insgesamt versuchen, die Herstellkosten runterzubringen, was wieder Verfahrensaspekte sind. Wir haben hier eine Aufteilung zwischen den Bereichen im High-Earn, wo wir uns eher um die Katalyse, die Membranen, Solar Fuels, also direkte Umwandlung von Sonnenlicht in Wasserstoff kümmern, und dem IK3 in Jülich, wo es um Komponenten und Systeme geht. Das ist auch genauso geplant, weil wir eben versuchen, diese Dinge möglichst gut zusammenzubringen. In dem Bereich, den ich jetzt hier zusammengefasst habe, ist der neue geschäftsführende Direktor unseres Instituts, Karl Meierhofer, unterwegs. Und lieber Karl, wir freuen uns, dass wir dich gewinnen konnten, und ich glaube, dass wir hier gemeinsam wirklich Großes leisten können in Zukunft. Wasserstoff. Was ist jetzt eigentlich das Problem, abgesehen davon, dass er relativ teuer zu erzeugen ist? Das Problem ist, dass er eine sehr, sehr gute gravimetrische Speicherdichte hat, dreimal besser als Diesel, einfach zu merken. Aber die volumetrische Speicherdichte ist sehr niedrig. Das heißt, ein Liter Wasserstoff bei Normaldruck sind 3 Wattstunden. Das ist quasi nichts. Und so faszinierend es jetzt also ist, Wasser zu spalten und Wasserstoff zu machen und dann später Wasser zu verbrennen in der Brennstoffzelle oder im Motor und wieder Wasser zu erzeugen, also eine Kohlenstoff- und damit kohlenstoffdioxidfreies Energiesystem, so schwierig erscheint es, wenn man diese Bemühungen sich hier anschaut, Wasserstoff wirklich volumeneffizient zu speichern. Man hat verschiedene Dinge versucht, man versucht es immer noch und wendet es zum Teil technisch auch an. Einmal den Druck zu erhöhen, dann ist man bei Druckwasserstoff 300 bis 700 Bar. Man kann den Wasserstoff verflüssigen, minus 253 Grad, dann ist er flüssig und entsprechend dichter. Aber natürlich sieht jeder sofort minus 250 Grad und 700 Bar. Das sind ungewöhnliche Bedingungen, mit der übliche Menschen normalerweise nicht umgehen und die dementsprechend zusätzliche Infrastruktur erfordern. Und das ist das, was viele Leute heute mit Wasserstoff verbinden. Ja, da fehlt ja die Infrastruktur. Das heißt, dieses Henne-Ei-Problem ist bei diesen Speichertechnologien definitiv ein Problem. Man hat adsorptive Speicher intensiv untersucht. Man kann an Feststoffe mit hohen Oberflächen Wasserstoff adsorbieren und auf die Art und Weise die Speicherdichte erhöhen. Das Problem ist, es funktioniert eigentlich gut, wirklich nur, wenn man trotzdem die Temperatur tief und den Druck hoch hat. Man kann Metallhydride einsetzen. Das sind Verbindungen, wo Metalle mit Wasserstoff reagieren.
in exothermer Beladung und endothermer Entladung. Es sind Feststoffe. Es sind Feststoffe, die in der Regel auch nicht besonders, sage ich mal, stabil unter Wasser und Luft sind. Und das große Problem aber hier ist einfach die feste Natur. Ja, große Energiespeicher, die fest sind und insbesondere nicht wahnsinnig umgebungsstabil, sind nicht sehr günstig. Und deswegen eben Power-to-X als neuer Ansatz in zwei Varianten, die ich durchaus unkommentiert nebeneinander stellen will. Einmal die CO2-Hydrierung zu Kohlenwasserstoffen mit den Nutzungsoptionen wie heute Methan, Diesel, Methanol zu nutzen, meistens durch Verbrennung. Und dann lokal zwar wieder CO2 zu erzeugen, was aber vorher in irgendeiner Form aus der Luft oder Abgas aufgenommen worden ist. Oder eben dieses LOHC-Konzept, was ich Ihnen gleich etwas genauer vorstellen will. Die Idee dieses Liquid Organic Hydrogen Carrier Konzepts ist, dass ich eine ungesättigte organische Verbindung nehme, eine Flüssigkeit, die ich in einer katalytischen Hydrierreaktion zu einer gesättigten organischen Verbindung mache. Dabei entsteht Wärme, wie bei jeder Hydrierreaktion, die ich an der Stelle auch noch technisch nutzen kann. Diese gebildete Flüssigkeit soll jetzt lagerbar sein. Sie soll also einen relativ hohen Siedepunkt haben, einen niedrigen Dampfdruck. Und immer dann, wenn ich die Energie brauche, kann ich aus diesen Verbindungen den Wasserstoff wieder freisetzen. Wieder ein Katalysator erforderlich, jetzt Wärmezufuhr. Und der Wasserstoff wird wieder freigesetzt. Der entscheidende Unterschied vielleicht zu den CO2-Hydrieransätzen ist, dass hier tatsächlich reiner Wasserstoff isoliert werden kann wieder. Das heißt, mein Produkt, was ich abgebe, ist wieder Wasserstoff und nicht Wasserstoff gemischt mit CO2. Und der andere Punkt ist, dass alle diese Flüssigkeiten so gewählt sein sollen, dass sie maximal kraftstoffartig und kraftstoffähnlich sind, sodass man sie in der heutigen Infrastruktur für Flüssigkraftstoffe nutzen kann. Es ist nämlich so, dass wir nicht nur die Infrastrukturnetz und die Infrastruktur Gasnetz haben, sondern wir haben auch noch die Infrastruktur Flüssiglogistik. Das können Sie immer dann sehen, wenn Sie an eine Tankstelle fahren. Gut. Auf diese Art und Weise ist es theoretisch denkbar, eine CO2-freie Speicherung und Bereitstellung von Energie zu realisieren. Und um Sie jetzt nicht mit vielen Molekülen zu zerschlagen, ein kleines Filmchen, was sozusagen Sie neugierig machen soll auf diese Art der Energiespeicherung. Szenario Norddeutschland, es weht der Wind. Wir haben so viele Windräder aufgestellt, dass wir den Strom gar nicht brauchen zu dem Zeitpunkt. Und jetzt sorgt dieser elektrische Strom dafür, dass in einem Elektrolyseur Wasser umgesetzt wird, eben zu Wasserstoff und Sauerstoff. Sauerstoff verlässt das Gerät über Dach. Und der Wasserstoff wird direkt unter dem Druck, unter dem er erzeugt ist, also der Elektrolyseur liefert den Druck, mit unserer organischen Flüssigkeit in einem Hydrierreaktor kontaktiert. Ja, man sieht hier den Wasserstoff und die Flüssigkeit. Und jetzt gucken wir uns hier gerade mal sehr schematisch an, was auf dieser katalytischen Oberfläche denn passiert. Der Wasserstoff wird also jetzt fest an diese Flüssigkeit gebunden. Und Sie sehen, dass die wasserstoffreiche Flüssigkeit ansteigt, die wasserstoffarme Flüssigkeit sozusagen in diesen Hydrierer gepumpt wird. Dann kommt ein LKW, Sie können auch sagen ein Zug oder ein Schiff oder sonst ein Transportmittel, was wir aus dem Kraftstofftransport kennen, und bringt diesen gespeicherten Wasserstoff an den Ort, an dem man die höchste Wertschöpfung mit diesem Wasserstoff erzielen kann. Das kann eine Industrieanlage sein, das kann eine Wasserstofftankstelle sein oder das kann jetzt hier dieser Büroturm, sagen wir mal in München sein, in dem jetzt dieser wasserstoffbeladene Träger angeliefert wird und so lange eingelagert wird, bis dort Energie gebraucht wird, also bis dort keine Photovoltaik zur Verfügung steht oder bis dort keine andere Energieform zur Verfügung steht. Man pumpt dieses beladene Material in Dehydrierer, das ist jetzt ein Originalbild aus unserem Labor, man sieht, wie der Wasserstoff da rauskommt, wenn Wärme zugeführt wird, der Katalysator da ist. Hier sehen Sie, wie das Ganze molekular funktioniert. Und der Wasserstoff wird jetzt in diesem Fall in einer SOFC-Brennstoffzelle verstromt, die auf ausreichend hohem Temperaturniveau mit ausreichend schlechtem Wirkungsgrad läuft, um im Prinzip diesen Dehydrierer anzutreiben. Der Strom, den diese SOFC-Brennstoffzelle macht, und die Wärme wird entsprechend dann dort benutzt. Und Sie sehen, wenn der Tank leer ist, dann kommt der LKW halt wieder, bringt frisches Material, nimmt das Entladene mit, bringt es zum Windrad
und der Prozess soll viele hundert Mal hin und her gehen. Jetzt könnten Sie sagen, stopp mal, so kompliziert, hätte man nicht einfach nur ein Stromkabel legen können? Okay, wir wissen, die Bayern mögen das nicht, aber wäre das nicht der viel einfachere Weg? Ja? Ja? Der entscheidende Unterschied ist jetzt hier, dass wenn ich elektrischen Strom übertragen würde, mit welcher HGÜ-Leitung Sie auch immer wollen, dann müsste der Strom in dem gleichen Moment in München verbraucht werden, wie er in Norddeutschland erzeugt worden ist. Ja? Das heißt, diese Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch ist jetzt hier das Problem. Und umgekehrt, wenn im Norden kein Wind wehen würde, könnten Sie auch diese Energie in München nicht verbrauchen. In dem hier vorgestellten System ist jeder einzelne Schritt ein Speicher. Das heißt, diese Flüssigkeit, sei sie im Tank am Windrad oder sei sie im Tank in München oder sei sie im Tank auf dem Tankschiff oder auf dem Fahrzeug, ist ein Speicher. Und Sie können diese Energie dann freisetzen, wenn Sie sie freisetzen wollen. Das ist der entscheidende Punkt, um diese Wellentäler, die ich am Anfang gezeigt habe, sozusagen zu füllen. Soweit die technologische Vision. Frage, welche Flüssigkeit kann das leisten? Was muss die Flüssigkeit überhaupt bieten? Sie muss Wasserstoffkapazität, sie muss Reversibilität, sprich Thermodynamik, sie muss schnell sein, um Leistung zu erzeugen, Kinetik. Sie muss wahnsinnig selektiv und stabil sein, denn wir wollen viele hundert Mal diese Flüssigkeit beladen können. Sie muss einen großen Flüssigkeitsbereich haben. Sie muss kompatibel mit der heutigen Infrastruktur für Kraftstoffe sein. Und letztendlich, wenn Sie ein solches Energiesystem oder ein solches Element in einem Energiesystem ernsthaft benutzen wollen, dann müssen Sie natürlich hier auch sicherstellen, dass Sicherheitsaspekte und Toxikologie und Ökotoxikologie in vollem Umfang bedacht sind. Und jetzt möchte ich ganz kurz mit Ihnen ein bisschen durch die Historie der LOHC-Entwicklung gehen. Man hat 1990 sich das System Toluol-Methylzyklohexan angeschaut, was als Kraftstoffkomponente natürlich irgendwie naheliegend ist und natürlich kompatibel ist. Aber dieses System hat eine relativ hohe Hydrier- und Dehydrierwärme. Das heißt, Sie brauchen sehr harsche Bedingungen für die Freisetzung. Es ist eine reine Gasphasenreaktion der Freisetzung. Durch die harschen Bedingungen gibt es Zersetzung in diesem Fall und es gibt damit eine Verunreinigung des Wasserstoffs und deswegen hat sich das System zumindest in Europa nicht sehr durchgesetzt. Es gibt in Japan eine Firma Chiyoda, die eine sehr große Demonstrationsanlage genau zur Wasserstoffspeicherung mit diesem System gebaut hat. Dann 2004 kam die Firma Air Products und hat vorgeschlagen, solche stickstoffhaltigen aromatischen Verbindungen zu beladen und zu entladen. Der Vorteil ist, die Hydrier-Dehydrierwärme ist deutlich kleiner, die Dehydrierbedingungen sind deutlich milder, aber die Nachteile sind, dieses Carbazol, Ethylcarbazol hier ist bei 25 Grad fest. Die technische Verfügbarkeit aus Steinkohleteer ist gering, die Toxikologie ist schlecht untersucht, die thermische Stabilität, insbesondere bei hohen Temperaturen, ist eben nicht so hoch. Und wir haben dann 2012 mit der Firma BMW zusammen ein neues System entwickelt, von dem wir heute glauben, dass es das System für die Zukunft ist. Das glaubt natürlich jeder Forscher, aber wir glauben auch den einen oder anderen Hinweis zu haben, dass es tatsächlich so ist. Der Trick hier ist, dass man eine Chemikalie nimmt, die schon lange im Markt bekannt ist, aber für eine ganz andere Funktion. Dieses Dibenzyltoluol gibt es seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts als industrielles Wärmeträgeröl. Der eine oder andere kennt vielleicht Marlotherm, genau so sieht das aus. Und Wärmeträgeröle haben den Vorteil, dass sie zum einen auf extrem hohe Stabilität getrimmt sind, zum anderen auf breite Flüssigkeitsbereiche, niedrigen Siedepunkt, gute Sicherheitsmerkmale, weil Sie können sich vorstellen, wenn was sehr heiß ist, darf es sich nicht entzünden. Und da dieser Stoff so lange und in so großen Mengen genutzt wird, kennt man den Preis, etwa 4 Euro pro Kilo, also sehr niedrig für diese Speicheraufgabe. Und man kennt sehr gut die Toxikologie. Und laut Sicherheitsdatenblatt ist dieser Stoff weder karzinogen noch mutagen noch giftig. Und er kann transportiert werden und muss nicht als Gefahrgut gelabelt werden, was ein großer Unterschied zu heutigen Kraftstoffen ist. Von der ganzen Kohlenwasserstoffnatur her ist es ein sehr, sehr Benzin- bzw. Diesel-ähnlicher Stoff. Das heißt, alle Versuche, die wir durchgeführt haben, sagen, dieser Stoff ist voll kompatibel mit der heutigen Kraftstoffinfrastruktur. Ansonsten sind die einzelnen Schritte sehr, sehr ähnlich. Die
Enthalpie der Hydrierung und Dehydrierung ist signifikant niedriger als für Toluol. Das ist ein weiterer Vorteil, nicht ganz so niedrig wie für Carbazol. Aber wir können jetzt hier zwischen 260 und 320 Grad sehr, sehr effizient dehydrieren und in diesem Stoff 6,2 Massenprozent Wasserstoff lagern. So, jetzt habe ich Sie mit so vielen Molekülen gequält. Jetzt habe ich gedacht, braucht das Auge ein bisschen was zum Entspannen. Ich habe erzählt, Wasserstoff ist hier sicher gespeichert. Ja, und irgendwie fragen Sie sich ja vielleicht auch, stimmt das denn? Also, wir machen jetzt ein Experiment. Wir nehmen Wasserstoffgas zunächst aus einer 300-Bar-Flasche in einen Luftballon, 4 Liter, 12 Wattstunden, also sehr wenig Energieinhalt, und probieren mal, was passiert. Ja, die meisten kennen das Experiment aus dem ersten Semester ihres Chemiestudiums, wenn sie denn eins gemacht haben, oder auch aus dem Chemieunterricht, wenn der Lehrer besonders mutig war. Ja? Wir alle wissen, dass Wasserstoff in der richtigen Atmosphäre mit dem entsprechenden Zündfunken eben zur Reaktion kommt. So, jetzt haben wir hier das beladene LOHC, was ungefähr einen 700-fach höheren Wasserstoffgehalt hat als dieser Luftballon, gleiches Volumen, etwa 4 Liter. Und jetzt können wir mal hier versuchen, wie es denn aussieht mit der Gefährlichkeit. Also Bunsenbrenner. Und dann wollten wir auch noch mal die Fackel nehmen. Vielleicht nur im Vergleich dazu der heutige Energieträger Benzin. Das können Sie mit Ihrem Auto auch ausprobieren. Das funktioniert da auch. Und jetzt hier eben noch mal die entsprechende Geschichte mit dem beladenen Wasserstoffträger. So, wir glauben, dass diese Art von Sicherheitsmerkmal für Wasserstofflagerung, große Mengen Wasserstoff, über lange Zeit günstig ist. Ja? Weil man nie ausschließen kann, dass es Menschen gibt, die auch mit solchen Dingen vielleicht Sachen treiben wollen, die nicht so wünschenswert sind. Zu den sicherheitstechnischen Merkmalen noch mal eine kleine Zusammenfassung. Dieses 300 Bar Linde-Flasche und diese 25 Liter Kanister beladenes LOHC hat den gleichen Energieinhalt, 50 Liter, 25, können Sie sofort ausrechnen, das ist ungefähr doppelt so wasserstoffdicht wie die Flasche. Zweites Ding, was mir ganz wichtig zu sagen ist, ich bin nicht gegen Druckwasserstoff. Ich glaube, dass Druckwasserstoff definitiv eine wichtige Zukunft hat. Aber klar ist auch, dass wenn Wasserstoff als Element aus einer Flasche entweicht und ich bin nicht, sage ich mal, draußen im Freien, wo die niedrige Dichte dazu führt, dass der Wasserstoff sehr schnell nach oben geht und sich verdünnt, sondern ich bin in einem geschlossenen Raum, ich bin in einer Tiefgarage, ich bin in einem Tunnel, ich bin in einem Bergwerk, ich bin in einer Lagerhalle, dann können genau diese Wasserstoff-Luftgemische, wie sie eben in dem Luftballon waren, sich bilden und dann habe ich ein Gefährdungspotenzial. Dieses Gefährdungspotenzial kann ich beherrschen, aber dazu brauche ich Sicherheitstechnik und diese Sicherheitstechnik kostet Geld. Sprich, die Frage ist am Ende, in welcher Art von Wasserstofflagerszenario entscheide ich mich hierfür und in welcher Art von Lagerszenario entscheide ich mich dafür. Wenn der Wasserstoff so sicher da drin gebunkert ist, wie kriege ich den raus? Wie ist denn eigentlich die Effizienz? Und das sind jetzt die Strom-zu-Strom-Effizienzen, die vor allem die Batteriekollegen wie Herr Winter sehr gerne sehen. Und da sind aber auch Effizienzen unter Nutzung der Wärme. Ja, und das ist diese Speicher-Wärme-Kopplung, von der ich eben sprach. Wenn wir uns diese Tabelle anschauen, dann fällt auf, dass eigentlich die Hauptverluste in der Elektrolyse sind. Karl, da musst du noch ein bisschen arbeiten. Und in der Rückverstromung. Das ist also Brennstoffzelle, ja, wo die Wirkungsgrade wirklich weit weg von 100% sind. In der Hydrierung und Dehydrierung, die hier unsere Speicheroption ist, sind die Wirkungsgrade hoch. Das liegt in der Hydrierung daran, dass die Reaktion exotherm ist, das heißt eher Wärme freisetzt, und liegt bei der Dehydrierung daran, dass wir die Verlustwärme der Rückverstromung nutzen. Sonst müsste ich einen Teil des Wasserstoffs verbrennen, das wären diese 73%. Aber wenn ich diese Verlustwärme der Rückverstromung nutzen kann und diese beiden Prozesse koppel, die auch gleichzeitig stattfinden, nämlich Freisetzung und Verstromung, dann komme ich hier insgesamt zu relativ vernünftigen Wirkungsgraden. Strom zu Strom ist im Prinzip im Wesentlichen die Multiplikation von 0,42 und 0,7 und dann lande ich bei diesen berühmten 30%. Wenn die Elektrolyse besser wird und es gibt diese SOEC-Elektrolyse, die in Labors 85% erreicht, dann sieht man, dass im Best Case, also mit PEM-Rückverstromung, tatsächlich Wirkungsgrade im Bereich 46% Strom zu Strom erreicht werden können.
Ganz wichtig ist, alle Verluste in allen Technologien sind über 80 Grad. Das heißt, diese Abwärme kann man auch nutzen, insbesondere wenn der Speicher dezentral arbeitet. Und solange ich noch Erdgas und Öl verbrenne, um Wärme zu erzeugen, sind das reale Beiträge. Es geht uns nicht in der erneuerbaren Welt um Strom-zu-Strom-Wirkungsgrade, sondern es geht uns um die Frage, wie viel muss ich investieren, um eine bestimmte Menge an Überschussenergie einer möglichst hohen volkswirtschaftlichen Wertschöpfung zuzuführen. Das ist die entscheidende Frage, nicht die Strom-zu-Strom-Effizienz. Gut, was müssen wir jetzt eigentlich entwickeln? Bis jetzt war das Ganze das Bild einer neuen Energiewelt, aber irgendwas muss der Forscher ja auch noch tun, wenn er morgens ins Labor geht. Und ich möchte Ihnen das an drei Beispielen kurz erläutern. Das eine ist das Thema Katalysatorentwicklung. Hydrierung, Dehydrierung, beides katalytische Prozesse. Man möchte diese Prozesse möglichst schnell, möglichst effizient durchführen. Und trotzdem darf es nicht dazu führen, dass sich der Träger in irgendeiner Form zersetzt, Nebenprodukte gebildet werden. Und dieses Wechselspiel aus Aktivität und Stabilität meiner Pfandflasche für den Wasserstoff ist im Prinzip ein wesentliches Entwicklungsziel. Ich möchte am Ende aus einer schuhkastengroßen Box 100 kW rausbekommen, um vielleicht irgendwann mal ein Auto anzutreiben. Und das ist vor allem eine Frage an die Katalyse. Eine zweite Frage ist, wie viel Edelmetall, wie viel Metallkatalysator brauche ich, um eine bestimmte Leistung zu erzielen? Und hier ist zum Beispiel ein Beispiel aus unserem eigenen Labor, wie man das optimieren kann, indem man den Katalysator nur dort anbringt, wo der Stofftransport maximal effizient das beladene Material hinbekommen kann. Wir haben relativ große Moleküle, die langsam diffundieren. Das heißt, der Katalysator soll da sitzen, wo diese Moleküle auch tatsächlich reagieren können. Und wenn man das sehr gezielt macht, jetzt sind wir wieder beim Materialdesign aus einem Prozessverständnis heraus, dann erreicht man hier sehr, sehr hohe Leistungen pro Gramm Platin schon, also 24 kW pro Gramm Platin. Das ist durchaus höher als die Platineffizienz in einer Brennstoffzelle. Zweites Thema Reaktorentwicklung. Wir setzen sehr, sehr viel Gas in diesem Dehydrierreaktor frei. 1 Milliliter LOHC, 630 Milliliter Wasserstoffgas. Das heißt, der Reaktor ist wie so ein Gaserzeugungsapparat. Gleichzeitig müssen wir da aber Wärme eintragen. Und die Frage ist, wie geht das besonders gut? Wir haben da am Anfang angefangen mit 3D-Druck, irgendwelche wilden Strukturen zu drucken, trompetenförmige Reaktoren, die das Gas abführen und hier über diese Metallstruktur entsprechend Wärme zuführen können. Mittlerweile down to earth, ja, wir sind dabei zu kommerzialisieren, haben wir festgestellt, dass ein horizontales Rohr auch nicht so schlecht ist, weil nämlich der Wasserstoff, der sich bildet, ja, und der bildet sich ja in großen Mengen, letztendlich hier zu einer massiven Durchmischung der Flüssigkeit führt. Also Sie haben so eine Art selbsterzeugte Blasensäule in dem Reaktor drin, der entsprechend diesen Wärmeübergang auch positiv und sehr effizient gestaltet. Also interessanterweise für uns, je mehr Wasserstoff gebildet wird, desto besser wird der Wärmeübergang. Und auf die Art und Weise sind wir also in der Lage, jetzt sehr leistungsfähige Reaktoren mit relativ einfachem Design zu bauen. Letzter Punkt, Wärmeintegration. Ich habe das schon gesagt, wir müssen Wärme zum Beispiel aus einer Wasserstoffnutzung, sei es Motor, sei es SOFC, einkoppeln in unseren Dehydrierprozess, damit das Gesamtsystem effizient wird. Und das hier ist eine sehr schöne Zusammenarbeit des IEK3 mit Herrn Stolten und insbesondere auch mit Herrn Blum und unserem Institut, wo wir also mit dem SOFC-Know-how aus Jülich und unserem LOHC-Know-how eben zeigen konnten, dass im Grunde genommen der Gesamtwirkungsgrad der Kombination Wasserstofffreisetzung und Verstromung der gleiche Wirkungsgrad wie der SOFC ist, sprich die Abwärme der SOFC reicht aus, um den Dehydrierprozess vollständig anzutreiben. So, jetzt fragen Sie vielleicht, wie sieht das denn aus mit Anwendungsszenarien? Ich will das unterscheiden in quasi kommerzielle Dinge, die man heute schon bauen kann, verkauft im Prinzip, und Dinge, die die Zukunft betreffen. Und ich mache es auch schnell, weil ich weiß, dass da draußen Musik und Buffet wartet. Das eine habe ich Ihnen schon gesagt, das ist die Speicher-Wärme-Kopplung, ja, die wir in der Animation im Trickfilm quasi schon vorweggenommen haben. Ganz wichtiges anderes Thema ist Versorgung netzferner Gebiete. Ja. Exportfähigkeit von erneuerbarer Energietechnologie ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ja. In Deutschland ist für uns wichtig, dass wir unsere Technologie auch exportieren können. Und wie viele Länder, die viel Sonne und wie viel Wind haben, haben kein funktionierendes Gasnetz und kein funktionierendes Stromnetz. Südafrika zum Beispiel ist ein gutes Beispiel.
Und hier kann man sich eben Dinge vorstellen, dass man sagt, okay, wir haben eine Photovoltaikanlage und einen solchen Speichercontainer, um im Tagbetrieb und im Nachtbetrieb einen solchen Mobilfunkmast zum Beispiel zu betreiben, der heute regelmäßig mit LKWs, mit Diesel versorgt wird und ein Dieselgenerator treibt diese Mobilfunkstation an. Da glauben wir, das geht deutlich intelligenter. Ja, denn Sonne ist nicht das Problem in Südafrika. Ich muss nur sicherstellen, dass der Telefonmast auch nachts funktioniert. Dafür ist ein solches Speichersystem sehr, sehr gut geeignet. Und dann das andere Thema, Wasserstofflogistik. Also ich glaube ganz fest daran, dass Wasserstoffmobilität in Zukunft ein ganz wichtiges Thema wird. Aber auch da ist die Frage, wie kommt der Wasserstoff eigentlich an die Tankstelle? Gut, wenn Sie einen Drucktankwagen dahin fahren und mal ausrechnen, wie viel Wasserstoff der an Bord hat, das sind ungefähr 400 Kilo, und wie viele Autos Sie betanken können, das sind ungefähr 40, dann stellen Sie fest, dass das nicht so wahnsinnig effizient ist. Viel effizienter wäre es tatsächlich, eine solche dieselartige Flüssigkeit, die immerhin 1800 Kilogramm Wasserstoff bringen kann, zu der Tankstelle zu schicken, dort das einzulagern und an der Tankstelle freizusetzen, zu komprimieren. Warum ist das besonders interessant? Weil der Kunde bereit ist, an der Wasserstofftankstelle 12 Euro pro Kilo Wasserstoff zu zahlen. Das liegt einfach daran, dass er mit 700 Gramm Wasserstoff 100 Kilometer fahren kann. Und das ist ein Preis, der den heute relativ teuren Elektrolysewasserstoff tatsächlich rechtfertigen würde. Es macht im Gegensatz dazu keinen Sinn, diesen sehr teuren Wasserstoff in ziemlich billiges Methan zu verwandeln, weil da der Wert von 3 Euro Richtung 1,20 Euro sozusagen durch meinen Prozess verschwindet. Irgendwann kann Power-to-Gas mal Sinn machen, wenn der Elektrolyseur deutlich billigeren Wasserstoff liefert. Das heißt, für heutige Szenarien, teurer Elektrolysewasserstoff, muss ich gucken, dass ich den Wasserstoff in die hochwertigste Anwendung bringe. Und das ist die Wasserstofftankstelle. Natürlich, wir brauchen uns nicht Illusionen hingeben. Deutschland ist nicht das Paradeland für erneuerbare Energien. Ja? Die Sonne scheint in Deutschland nicht öfter als in Griechenland und der Wind weht nicht besser als in Island. Und heiße Quellen, die Tag und Nacht funktionieren, sind deutlich besser als irgendetwas, was unstet funktioniert, allein schon wegen der Auslastung der entsprechenden Anlagen. Und insofern glaube ich, dass wenn wir über Wasserstofflogistik reden, auf erneuerbarer Basis, wir uns eben auch klar machen müssen, wo auf der Welt kann man eigentlich am besten erneuerbare Energien ernten. Und da kommt die Wasserkraft in Norwegen und zum Beispiel eben die heißen Quellen in Island ins Spiel. Und dann muss ich diese Energiebeiträge eben nach Deutschland an die Tankstelle bringen. Und dafür glauben wir, dass diese Technologie sehr geeignet ist. Ich habe von Kommerzialisierung gesprochen. Welchen Hinweis haben wir dafür? Zunächst mal sind ziemlich viele Firmen an dieser Technologie interessiert. Es gibt ein Konsortium von 18 Firmen, die das vorantreiben. Unsere besten Kontakte bestehen zu unserem Spin-off hier an der FAU, Hydrogenius, die einige Preise gewonnen haben. Hier haben wir mal einen Blick in die Halle, ein Siemens-Elektrolyseur, ja, so sieht das aus, für die, die es noch nicht kennen, der unsere Photovoltaikanlage, den Strom dort in Wasserstoff umsetzt und dann hier den Wasserstoff auf unser LOHC lädt. Die Firma hat heute 20 Mitarbeiter, man kann Anlagen von ihr kaufen. Sie hat einen strategischen Investor aus Südafrika, der übrigens eine Platinmine betreibt, also sozusagen hofft, dass über diese Technologie auch die Brennstoffzelle besser ins Rennen kommt. Hier einfach mal ein Blick in solche Anlagen. Das sind 1000 Liter Fässer mit LOHC. 1000 Liter ist gleich 2 Megawattstunden. Wenn Sie einen Speicher haben wollen mit 10, müssen Sie halt den Tank größer machen. Eigentlich sozusagen größen- und kostenskalierend ist hier der Hydrierer. Das ist jetzt ein 30 kW Hydrierer. Hier sehen Sie im anderen Container einen 100 kW Dehydrierer. Das ist dieses querliegende Rohr, von dem ich eben berichtet habe. Das heißt, diese Dinge sind jetzt auf dem Weg in die Kommerzialisierung, beziehungsweise man kann es kaufen. So, ganz zum Schluss die Zukunft. Ja? Wir müssen ja noch was forschen. Wenn ich sage, man kann es schon kaufen, hört sich das für Forscher immer langweilig an. Aber weit gefehlt, es gibt noch eine Menge Forschungsbedarf. Und ein Bereich, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit lenken will, das sind Gasmischungen, die Wasserstoff enthalten. Ja, bis jetzt arbeiten wir immer mit reinem Wasserstoff. Wie sieht es eigentlich aus mit Gasmischungen, zum Beispiel aus der Chloralkali-Elektrolyse, zum Beispiel aus der Biomassevergasung, zum Beispiel irgendwelche Wasserstoffe, die durch sehr einfache Verfahren auch aus der Methan-Reforming rauskommen. Und
Und das ist zum Beispiel ein interessantes Thema, ob man auch dann, wenn die wasserstoffhaltige Gasmischung Stickstoff und Schwefel enthält, ob man auch dann eine solche Beladung vornehmen kann, weil das natürlich den Preis des Wasserstoffs hier deutlich herabsetzen würde. Und daran arbeiten wir, da gibt es Herausforderungen und da gibt es sehr, sehr viel in Materialentwicklung zu tun, um solche Katalysatoren zu entwickeln. Und dann ist deutschen Ingenieurs liebstes Kind, aktueller denn je, das Auto. Ja? Ich habe eben schon gesagt, Belieferung einer Wasserstofftankstelle ist etwas, was wir uns heute zutrauen, allerdings wird trauen Sie uns heute zu in der Variante, der LKW bringt LOHC an die Tankstelle. An der Tankstelle wird stationär Wasserstoff freigesetzt, komprimiert und als 700 Bar Wasserstoff Gas vertankt. Ja, aber der nächste Schritt ist natürlich, ob man nicht an Bord, während das Auto fährt, den Wasserstoff freisetzen könnte und mit einer Brennstoffzelle dann einen, sozusagen einen Zero Emission Range Extender betreiben kann. Dieses Fahrzeug, lieber Herr Winter, ist ein Batteriefahrzeug, ja? Aber es hat sozusagen einen Ladevorgang an Bord, der nicht wie heute der Motorradmotor im BMW i3 ist, sondern eben ein wasserstoffbetriebenes System, was erneuerbare Energie nutzt, die irgendwann mal am Windrad oder sonst wo eingespeichert worden ist. Ja, das Konzept ist relativ einfach. Ich habe zwei Kammern im Tank. Der Erzeuger setzt Wasserstoff frei. In der Brennstoffzelle wird ungefähr 70% dieses Wasserstoffs verstromt. Der Rest geht durch, geht in den kleinen Brenner. Der Brenner erzeugt die Abwärme, um hier die Wasserstofffreisetzung anzutreiben. Warum gibt es das nicht schon? Warum bin ich nicht mit so einem Auto hierher gefahren? Ja, es gibt durchaus hier noch ein paar Herausforderungen, den Wasserstofferzeuger so klein und kompakt und leistungsstark zu bauen, dass die deutsche Automobilindustrie das interessant findet. Aber die Energiebilanzrechnung zeigt, 80 Liter LOHC würden für 500 Kilometer Reichweite reichen, Betankungszeit 3 Minuten. Das ist durchaus interessant. Und jetzt der Blick in die ganz weite Zukunft zum Abschluss. Kann ich denn Hydrier- und Dihydrier-Schritte mit Elektrochemie verbinden? Kann ich sozusagen mit meinem Speichermedium direkt in die Brennstoffzelle, die sogenannte Direkt-LOHC-Brennstoffzelle? Die Vorteile liegen auf der Hand. Ich habe nur noch einen Katalysator für Dehydrierung und Brennstoffzelle. Es wird an keiner Stelle jetzt elementarer Wasserstoff freigesetzt, denn mein gebundener Wasserstoff wird direkt in Protonen verwandelt, die durch die Membran wandern und hier hinten zu Wasser reagieren. Ich habe in einem Device die Verknüpfung eines exothermen Schritts, nämlich der Wasserstoffverbrennung und des endothermen Schritts der Wasserstofffreisetzung. Aus vielerlei Gründen ist das eine absolut faszinierende Vision und ich möchte Ihnen das mal an dem Auto noch mal von eben deutlich machen. Wir hätten jetzt nicht mehr den Freisetzer und die Brennstoffzelle, sondern wir haben nur noch ein einziges Gerät, in das wir praktisch das beladene Material pumpen und das Entladene entnehmen und aus dessen Strom die Batterie gespeist wird. Und weil alles energieintegriert ist, das heißt, sich die Verluste der Brennstoffzelle und die Dehydrierung aufheben, kommen wir jetzt mit 80 Kilometer, rechnerisch 700 Kilometer weit mit 80 Litern. Und die Betankungszeit ist nach wie vor 3 Minuten. Mir ist völlig klar, das ist eine technologische Vision. Aber auf der Helmholtz-Zeitachse, und so habe ich das verstanden, ja, sind technologische Visionen wichtig, weil in 20, in 30, in 40 Jahren soll dieses Auto fahren. Und was mir immer Hoffnung macht, wenn das nicht die richtige Technologie ist, wenn andere besser sind, dann ist das ein großer Erfolg, weil sie müssen dann tatsächlich besser sein als dieser Vorschlag. Und wenn wir was noch Besseres finden als das, bin ich völlig d'accord. Dann haben wir die Energiewende garantiert geschafft. So, ich fasse zusammen. Take-home-Message für Sie. Professoren müssen sowas machen. Material- und Prozesstechnologie spielen eine entscheidende Rolle für die Energiewende. Die Energiewende erfordert die Verknüpfung von regenerativer Energieerzeugung mit Speicher, mit Wärmeerzeugung, mit Mobilität und mit Industrieproduktion, ganz wichtig. Druckbare Photovoltaik, innovative Wasserstofftechnologien stehen im Zentrum der wissenschaftlichen Arbeiten unseres neuen Instituts. Und die LOHC-Technologie bietet eine hochattraktive Speicheroption für die infrastrukturkompatible Langzeitspeicherung großer Energiemengen. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, mein Gott, das hört sich alles so gut an, aber wenn Methan und Öl im Moment so billig ist, wer wird diese Technologien je einsetzen? Und da habe ich jetzt ein Zitat, was auch sehr gut zu diesem Museum passt und zu dieser Ausstellung. Und das ist von jemandem, der es eigentlich wissen müsste, nämlich der ehemalige Ölminister von Saudi-Arabien, Sheikh Ahmed Zaki Yamani. Der hat gesagt, sinngemäß,
Die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil es keine Steine mehr gab. Und das Ölzeitalter, das fossile Zeitalter, wird nicht zu Ende gehen, weil wir kein Öl mehr haben. Und das ist auch meine Überzeugung. Wir werden neue Technologien entwickeln. Diese neuen Technologien werden uns neue Möglichkeiten geben. Und irgendwann werden wir sagen, verdammt nochmal, warum müssen wir eigentlich Öl verbrennen? Das ist unsere Vision, das ist unsere Mission, das ist das Team unseres High Earn. Sie sehen, das ist noch eine relativ kleine Gruppe. Die Arbeiten sind auch nicht alle von den Menschen, die ich heute gezeigt habe, sondern eben auch noch von vielen Kollegen, Forschern am Exzellenzcluster und natürlich auch meiner universitären Gruppe. Wir haben das Ziel, am HiEARN trotzdem material- und prozessbasierte Lösungen für eine klimaneutrale, nachhaltige Energieversorgung zu akzeptablen Kosten zu leisten, da wertvolle Beiträge zu liefern. Sie sehen, das Team ist hoch motiviert. Wir packen es an. Und deswegen möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und inspirierende Gespräche. Herzlichen Dank.